Hallo, herzlich willkommen zu Supernatural Ontology. Mein Name ist Thomas Freaks und heute machen wir das versprochene Special und zwar über das John Winchester Tagebuch. Das habe ich nämlich mir zugelegt über Etsy, ich glaube, das kennt jeder, Etsy, und da über den Bereich S&Fandom Merchandise. Ein ganz toller Shop. Das kann ich euch nur empfehlen. Und wisst ihr auch warum? Weil die so gute Supernatural Republica machen. Richtig geil. John Winchesters Tagebuch. Ich weiß, das gibt's auch auf Amazon auch. Mit dem Pentagramm vorne drauf. Aber bei weitem nicht mit so viel Inhalt wie dieses Ding. Nicht lang quatschen. Ich werde dann gleich mal reinschauen. Boah, guckt sich das einer an. Ich halte es mal fest, es ist so vollgepackt voll Sachen. Wahnsinn. Ihr seht hier Fotos, Zeitungsartikel, noch und nöcher, wie in einem richtigen Tagebuch. Einfach zu mysteriösen Fällen gekommen ist und sonstiges und dem wird danach gejagt. Also wer sich wirklich wie ein Jäger fühlen will. Hallo. Ich blätter einfach mal weiter. Ich bin völlig perplex. Das erste Mal, dass ich das Ding aufschlage, so richtig. Ein Pishtaco, Boburu, Vanille, Bear Walker. Also hier ist wirklich alle Monster drin. Ich denke, man kann sich das so vorstellen und das wissen, also wir kennen es ja alle, ne? Das Tagebuch John Winchesters, der tatsächlich ja alles aufgeschrieben hat, wer, ach, was für Wesen es gibt, wie man diese besiegt und wo die zu finden sind und weitere wichtige Notizen. Ich habe mir beim Durchblättern habe ich schon mal was markiert. Ich werde euch das jetzt mal vorlesen und ich hoffe auf oben einblenden. Fangen wir mal mit dem Zeitungsartikel an, den ich gefunden habe. Crying Boy Curse Strikes Again. Das fühlt sich wirklich an wie ein richtiger Zeitungsartikel, der so gefunden wurde. Großes Lob. Werde ich hier oben nochmal einblenden. Ganz groß. Kommen wir, was ich jetzt persönlich ganz toll finde, zur Striga. Das werde ich euch auch hier oben mal einblenden. Ein bisschen up closer. Daneben sind Symbole, die wir alle kennen. Eine Reaper Trap zum Beispiel, wie man einen Sensenmann gefangen nehmen kann. Kurze Zeit, wie eine Dämonenfalle mit entsprechendem Zeichen. Das Siegel auf Azazel, wie man den beschwören kann. Oder aber used to summon the demon Azrael. Wow, es ist so viel Arbeit, es ist so realistisch gemacht. Wahnsinn. Ich blätter einfach mal weiter zu der Abteilung Demons, also Dämonen, wo wir auch Hinweise zum Colt finden, zur ersten Klinge, zum wie man sie besiegen kann mit dem Engelschwert. Dann gibt es hier Notizen, wenn man genau hinguckt, zu den Rittern der Hölle, dass es die ältesten Seelen sind, dass die normalen Dämonen nur Soldaten sind. Da wird auch kurz das Wort Minions benutzt, tatsächlich für normale Dämonen. Crowley wird kurz erwähnt, Lilith, Azazel, Lucifer, dass er die alle geschaffen hat. Angelegt wie das richtige Tagebuch von John Winchester, was es ja auch sein soll. Also, ich bin völlig überwältigt. Ich kann es auch mal hier so, ich habe es euch ja da schon, aber es geht immer so weiter, es geht immer so weiter. Ja, also hier sind Phönixe beschrieben, ein Nagual, ich glaube, das haben wir noch nicht gehabt. Okami, ne, Bobby und wie hieß er denn noch? Sein bester Kumpel. Habe ich schon wieder vergessen den Namen. Ja, haben sie gejagt. Alle Informationen stehen hier drin.
Das ist also ein Must-Have für jeden Fan. Nochmal sei gesagt, über Etsy, etsy.com, bin ich der Meinung. Und da in den Fanshop SN Fandom Merchandise. SN wahrscheinlich für Supernatural, höchstwahrscheinlich sogar. Fandom, das sind wir, alle Fans, unsere Fangemeinde. Und dann Merchandise. Die haben alles. Also ich habe jetzt einfach mal so als Beispiel das John Winchester Tagebuch mir rausgesucht, weil ich es einfach sehr ansprechend fand. Und also die haben alles, ne? Von der Engelsklinge bis hin zu dem Dämonenmesser und auch die Ausweise, die FBI-Ausweise, all sowas. Also weil ich mir nochmal was Neues zukommen lasse, auch dann werde ich das vorstellen. Dieses hier kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich blätter noch ein wenig. Verzauerte Spiegel. Herrlich. Uluru, irgendwas in Australien. Da kam mir noch eins zu. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Ups. Ganz am Ende. Oh. Sind nochmal total viele Fotos. So echt gemacht. Ich halte das mal hier in die Kamera. Also, für jeden Fan was dabei. Das alles kommt, kommt mit einem wunderschönen Stift. Und das muss die letzte Seite sein. Steht ganz klar und ganz deutlich und fett und deutlich. Dann. Also der letzte Eintrag von John Winchester. Ich kann es nur empfehlen. John Winchesters Tagebuch. Über SN Fandom Merchandise. Über Etsy.com. Kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Ich werde euch den Link auch noch unten in die Videobeschreibung hauen. Ich selber werde da noch viel weitere schöne Sachen stellen. Alles, was mein Supernatural-Fan-Herz höher schlagen lässt. Alles, was ihr noch so an Anregungen habt, was vielleicht nochmal vorgestellt werden könnte, bitte in die Kommentare hauen, macht Vorschläge. Ich kann es nur weiterempfehlen. Wie gesagt, ne, ich zeige euch das nochmal so von außen. Es ist Leder, würde ich mal so sagen, oder Lederimitat. Da kenne ich mich nicht so ganz aus. Aber feines Ding. Feines Ding. Den Werbespot dafür, den muss ich dann gleich fertig drehen. Das Video ist ja schon ein bisschen älter. Den haue ich hier am Ende des Videos nochmal rein, den ich für diese Firma gemacht habe. Ja, ich werde aber trotzdem nicht bezahlt dafür. Also ich profitiere davon kein Stück. Finde es aber einfach wichtig, die ein bisschen zu supporten. Voll geil. Supernatural Anthology empfiehlt genau diesen Shop. SN Fandom Merchandise. Freunde, ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Das John Winchester Tagebuch. Würde mich freuen. Ich kann es euch nur empfehlen. Oder aber, wenn ihr das seht und euer Liebster oder Liebste oder divers finden Supernatural total toll, das ist das richtige Geschenk. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Okay, mir bleibt nur noch zu sagen, bleibt gesund, carry on, bleibt dran für den Werbespot. Bis später. Supernatural Anthology empfiehlt das John Winchester Tagebuch. Wollt ihr euch fühlen wie ein richtiger Jäger? Mit diesem detailgetreuten Replikat John Winchesters? Kein Problem, nur erhältlich bei SN Fandom Merchandise.